Scheiß mal, wer hat das iPad bekommen? Das ist Helena. Ja! Hey, du hast verloren! Hi Leute, willkommen zu einem Video. Mein Name ist Helena und wir haben heute eine Challenge für uns. Bevor ich mit dieser Challenge starte, Leute, möchte ich kurz sagen, ich laufe mit Handschuhen rum, mit Mütze, aber kein Schal und so. Aber Helena läuft ohne Handschuhe, mit so einem Ausschnitt. Die läuft jeden Tag mit so einem Ausschnitt rum. Nein. Keine Mütze, kein Schal und wird nie krank. Du hast auch gerade keine Mütze, kein Schal. Ja, es ist aber heute wärmer. Wieso wirst du nicht krank? Ich werde einfach nie krank. Ja, du bist krank im Kopf, dafür. Oh. Ja, das war voll gut, gell? Ja. Auf jeden Fall, Leute, guckt mal. Wir haben hier 2 Euro Stücke, okay? Und zwar werden wir die 1 Euro Challenge machen. Wir werden einen Tag nur von 1 Euro leben. Und Alina hat hier diesen dreckigen, der kam von ihrer Tasche. Schenke ich dir. Spaß, muss mich wieder zurückzahlen. Ja, das war voll gut, gell? Und dann diesen Euro, der gehört mir. Und mit diesem Euro müssen wir zusammenleben. Und Inga, ich habe 2 Fragen. Die erste Frage ist, dürfen wir unser Geld zusammenlegen? Nein. Egal. Ich kaufe eh kein Essen. Ich klaue dir dein Geld, Spaß. Dürfen wir Geld klauen? Wenn es der andere nicht gemerkt hat, dann... Ach, kein Auge. Okay. Kann mein Ausschnitt rein, Spaß. Das ist kein Ausschnitt. Und die nächste Frage ist, dürfen wir Pfandflaschen sammeln? Ja, aber natürlich halt nicht von zu Hause oder auch so. Von Müllermann? Ja, falls da welche da sind. Ist in deiner Tasche? Nein. Verstehst du, weil du Mülleimer. Ja. Der war so gut, gell? Nö. Da war eine Pfandflasche. Oh. Also, oh mein Gott, ich hab voll das Problem. Ich hab doch so voll die Zwangsstörung, Alter. Ja, Zwangsstörung, aber zumal sie aus dem Müll halte. Ich hab sie da aufgebracht. Aber ich kann nicht fremde Sachen anfassen. Also Selina hat jetzt 25 Cent mehr. Ich hab Pfandflasche, das heißt, ich hab 1,25 Euro. Und du hast wie viel? 1 Euro. Ja, ich bin jetzt auf dem Konto stehen. Ich bin heute voll auf Egg-Diss-Modus. Mir ist gerade mein Euro in so Gebüsch geflogen. Ich glaube, mein Herz hat noch nie so schnell gerast. Wie ein Luftpresshammer. Presslufthammer, nicht Luftpresshammer. Ja doch, erst gestern. Als? Als du die Perücke aufhattest. Das war auch sehr schön. Aber irgendwie auch sehr ängstlich. Ich schaue die ganze Zeit so auf den Boden und überall hin. Alina schaut einfach straight geradeaus. Wir gucken, wo Pfandflaschen sind. Und die macht einfach so. Und ich so. Wer von euch ist auch krank? Schreibt so gerne in die Kommentare. Guck, die läuft einfach vor, Leute. Das juckt die nicht. Kann man Bierflaschen abgeben? Da lag eine. Ja. Doch. Es kommt in den Glascontainer. Aber ich glaube, manche schon. 8 Cent oder so. Nein, das ist keine Pfandflasche. Da ist nur Kaffee. Ja. Und eine Capri-Sonne. Ich habe gerade einfach for real in einen Müller mal geschaut, ob da Pfandflaschen sind. Sicher? Die ist nichts wert. Die ist nichts wert. Wenn du bei mir lass sie doch mal versuchen. Okay. Exakt, die sei nicht mehr. Die hat jetzt 33 Cent. Was? Bitch, I'm a ey, du hast so versagt. Ja, ich weiß. Ich hab 33 Cent, ich will Geld, 33 Cent. Eine Banane, eine so kleine Banane. Ich wiege jetzt mal gucken, wie viel die kostet. Hoffentlich weniger als 1 Euro. Ohne Verpackung. Banane. 14 Cent. Mit 14 Cent muss ich mir leben. Hi. 14 Cent weniger, Digga. Ich weiß jetzt schon, ein Brötchen für 15 Cent. Jetzt suchen wir das billigste Brötchen. Ich glaube, das billigste Brötchen kostet 13 Cent. Aber ich muss schauen. Vielleicht haben sich die Preise auch geändert, keine Ahnung. Das müsste aber das Weizenbrötchen sein, aber ich habe noch gar keinen Plan. Das Brot, das Weizenbrötchen, ist einfach um 2 Cent gestiegen. 2 Cent, die was von meinem Leben bestimmen könnten, ja? Das Gute ist, das Kaiserbrötchen und das Weizenbrötchen beides 15 Cent kostet und ich mag Kaiserbrötchen mehr. Ah, ein Preisprüfer. Wieso steht denn 99 Cent pro Stück? Ich denke an Yum Yum. Was kostet es? Ich glaube 15 oder 40 Cent. Sollen wir mit einem Preis machen, was der Gewinner kriegt? Ja. Ja, aber ich habe Angst, dass ich verliere. Derjenige, der am intelligentesten einkauft, kriegt ein iPad. Ja, aber... ich gewinne den Scheiß hier. Ein iPad? Schau mal. Krieg ich keine Pizza. iPad! Nein, ich will kein iPad, ich will Hans zum Glück einladen. Na gut, dann krieg ich iPad.
Leute, wenn ich mir jetzt diese Spaghetti hole für 79 Cent, dann habe ich, glaube ich, noch 6 Cent übrig. Aber dann hätte ich Mittag und Abendessen. Cool. Huhn scharf. Ja, easy, kletterle. Also Leute, ich bin jetzt, sag ich mal, in einer Sackgasse. Ich weiß nicht, was ich noch alles holen soll wegen dieser 1-Euro-Challenge, weil ich habe nur 85 Cent übrig. Deswegen hole ich mir jetzt einen Fruchtjoghurt mit Heidelbeeren. Ich mag solche Joghurts eigentlich gar nicht, aber ich hole mir jetzt mal einen. Alina sagte gerade eben, dass diese zwei Joghurte und was ein Brötchen für den ganzen Tag reicht. Alter, sie hat gestern eine halbe mehr als die Hälfte einer Familienpizza plus Pommes plus Cola für sich selbst gegessen. An einem Abend, innerhalb von einer Stunde. Weil ich es konnte. Und danach hatte sie Hunger. Wir haben Alina gerade eben zum 7. Mal verloren gefühlt. Okay, es ist eigentlich erst das 3. Mal, aber ich sag 7. Mal. Das fühlt sich so an. Alina, auf einmal bist du da, wo bist du? Leute, ihr könnt mich Queener nehmen. Ich habe nämlich 31 Cent. Diese Flasche kostet 11 Cent plus 25 Pfand Cent sind 31. Ich habe jetzt ein Wasser, zwei Joghurts und ein Brötchen. Und kein Geld mehr. Ja, okay. Aber ich weiß, ob ich was finde, aber ich habe was zum Essen. Ja gut, ich habe auch was zu essen. Bitte mehr essen. Wir sind jetzt endlich zu Hause und Alina hat an der Kasse ihr Geld nicht gefunden. Und dann mussten wir zweimal was stornieren und er steht daneben so. Ja. Alina so, ja hä, wo ist mein Geld? Auf einmal fällt die auf, die hat nur 25 Cent, die hat ihr anderes Geld verloren. Und dann, wie ging es weiter? Ja, das stimmt. Dann hast du aber dein Geld nicht gefunden und dann haben wir dir auch von deinem Geldbeutel Geld zu nehmen, weil es war extrem peinlich an der Kasse. Okay, also als allererstes habe ich hier dieses Kaiserbrötchen für 15 Cent. Es gab auch das Weizenbrötchen für 15 Cent, aber ich wollte das haben, weil ich finde es irgendwie leckerer. Und es ist halt mein Frühstück, weil Brot geht immer. Dann habe ich hier diese Milchreis, ich glaube für 29 Cent, ja? Ja. Für 29 Cent mit Kirsche. Ich mag eigentlich keinen Milchreis, aber... Leute, ich bin broke. Und dann habe ich mir noch ein Mineralwasser geholt für 11 Cent plus 25 Cent Pfand. Und irgendwie ist der Milchreis mit mir mein Mittagessen, weil abends esse ich nichts. Tja, dir fehlt eine Mahlzeit. Dir fehlt keine. Doch, dir fehlt eine Mahlzeit. Nein. Plus, du hast kein Geld mehr. Vielleicht habe ich keinen Hunger. Wir haben gesagt, es ist Pflicht, Abendessen, Mittagessen und Frühstück zu holen. Okay, also bei mir, ich fange erstmal an, weil ich brauche etwas, um den Tag hydrated zu sein. Ich habe hier Mineralwasser für 11 Cent plus Pfand 25 Cent. Hätte ich das jetzt noch ausgedruckt und dann halt direkt abgegeben, hätte ich noch 25 Cent übrig. Jedoch kann ich das sehr schwer. Und dann habe ich hier mein Frühstück. Das ist eine Banane. Die hat 14 Cent gekostet. Das bedeutet 1 Cent billiger als Alinas Kaiserbrötchen. Das bedeutet, im Frühstück habe ich schon mal den intelligenteren und den gesünderen Weg genommen. Dann gehen wir rüber zu meinem Mittagessen. Also Alina hat einen Milchreis. Und ich habe Nudeln, sogar mit Geschmack und halt sozusagen als Soße. Und voller Zucker. Jetzt lass uns Zucker vergleichen. Also bei mir ist 12 Gramm. Wie viel ist bei dir? 0,2. Ja, aber bei dir, dreht es sich nicht um Zucker deswegen. Hä? Das war doch dein Vergleichspunkt. Egal, auf jeden Fall, da habe ich auch schon mal einen Preis hier gewonnen. Wie viel hast du bezahlt? 29 Cent. Und ich habe 49 gezahlt. Und im Gegensatz zu Alina habe ich noch ein Abendessen, und zwar ein Sahnejoghurt. Abendessen, Sahnejoghurt, okay. Wenigstens habe ich ein Abendessen. Hä, hey, die macht Auge. Ich schwöre, die gönnt gar nichts. Ja, ich esse allgemein auch, glaube ich, ab und zu, so wenn ich auch hier zu Hause bin, hey, ein Sahnejoghurt. Das ist auch voll geil. Das ist lecker. Ich habe doch gesagt, die macht Auge. Ja, und ich habe hier direkt für meine Yum-Yum-Nudeln, vielleicht Yum-Yum, hier noch eine Schüssel geholt und da werde ich jetzt meine Nudeln reinmachen. Oh fuck, ihr ist gespritzt. Egal, ist eh extra. Also, mein Frühstück ist jetzt hier erstmal meine Banane. Achso, Alina, ich wollte gerade fragen, wie viel ihr Abendessen gekostet hat. Aber sie hat ja keins. Doch, mein Milchreis. Nein. Doch. Du kannst kein Joghurt, kein Milchreis mehrere Stunden auslassen. Und vielleicht über Wasser mein Abendessen, hä? Am Abend soll ich mal kein Wasser trinken, weil du sonst ins Bett bist, aber okay. Ich weiß nicht, was du machst im Bett, aber... Mein Frühstück ist gesund, fresh, billiger als ihres. Ach so, stopp! Leute, ich habe ja auch noch Rückgeld. Ich finde, manchmal reicht es auch zweimal pro Tag zu essen. Also ich bin halt so ein Mensch, ich kann immer essen, ich kann auch sehr viel essen, aber ich kann auch nur einmal oder zweimal am Tag essen. Zum Beispiel, als ich in Litauen war, da habe ich, glaube ich, nur zweimal am Tag gegessen, Gänger. Ja, aber du hast dann richtig zugehauen. Nein. Leute, die hatten 11 Pizzakartons. Ey, die macht sich das Leben so schwer. Ich schwöre, die wird niemals überleben. Wieso ist eine Nadel in meinem Auge?
Füße gemacht und. Was? Warte, jetzt was Rita, gell? Mein Auge hat heute Morgen weh. Alles Spaß, ich hab's nicht gemacht, jetzt ein Prank. Bitte! Ja, komm, ein Joghurt. Okay, dann werde ich jetzt an dieser Stelle schlafen. Bist du dumm? Ja, ich will echt schlafen gehen, um meinen Hunger zu vermeiden. Aber schlafen ist auch schlau. Das ist auch schlau. Da musst du dein ganzes Leben lang schlafen, wenn du zu broke bist. Also gehst du jetzt echt schlafen? Ja, weil ich kein Abendessen habe und ich muss ja die Stunden irgendwie überqueren oder nicht. Du hast doch kein Mittagessen. Doch, ich hatte einen. Okay, ich hatte einen Milchreis, aber er hat mir nicht so geschmeckt. Deswegen muss ich. Ich muss meine Zeit vertreiben, damit ich weiter leben kann. Wisst ihr? So hat man es bestimmt im Mittelalter auch gemacht. Willkommen zurück, Freunde. Wir sind endlich home, beziehungsweise. Ach, guten Morgen. Bist du auch ausgeschlafen? Ey. Ey, weißt du, wie lange sie geschlafen hat? 2 Stunden. Wir waren 2 Stunden in der Stadt. Ja. Egal, Leute, auf jeden Fall. Ich glaube, mein Mittagsschlaf ist voll beruhigend. Was wollt ihr? Deswegen hast du so Schlafprobleme. Hey, das hat die nur gemacht, weil um ihren Hunger zu verdrängen. Also echt, wenn ich herausfinde, dass du was gegessen hast. Ich habe nichts gegessen, ich habe geschlafen. Ja, ich habe gegessen. Ja gut, ich würde sagen, was isst ihr? Ach, ich esse meinen Pudding. Den habe ich schon oft gemacht, weil ich als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich so Hunger. Weil wir waren da bei so einem Subway, okay? Ich habe gesehen, wie die Ey, Leute... riech mal lieber dran, nicht, dass der Eck da was gemacht hat. Na, riech doch mal. Aber wir waren bei so einem Subway und dann habe ich so gesehen, wie die Leute da... Nein, hast du nicht gemacht. Ich habe nur so Fütchen. Hey, komm, das geht. Ich will mir ein zweites Ohrloch stechen lassen, aber ich habe Angst, dass meine Mutter Nein sagt. Weil vor einem Jahr wollte ich den Helix meiner Mutter auch Nein gesagt. An was denkst du? An Pizza. Ich habe nur so Fütchen. Pizza. Wir hatten gestern Pizza. Aber, Leute. Ach, sorry, sorry, gestern was? Du hattest eine halbe Familienpizza. Nee, mehr als die Hälfte. Nein. Doch. Also Inga und ich kriegen jeweils 4 Stück und Alina isst den Rest. Alina? Irgendwie, ich hab richtig Bock auf Pizza. Ey, wir haben statt noch Ding, So viele Pfandflaschen gesehen, Alter. In jeder Ecke lag eine. Mehr als eine. Auf einmal da, wir laufen einfach nur voll. Das ist so. Alina, da war nur eine Red Bull-Dose. Jetzt übertreibe ich wieder. Da war so Flaschen, Fanta-Flasche. Leute, so ist es immer so, wenn Selina irgendwelche Stories erzählt. Denkt dran, sie übertreibt immer. Stimmt doch gar nicht. Da war Real Talk nur eine Pfandflasche Red Bull. Ich glaube, das war sogar Heidelbeere-Geschmack. Wieso scheiße? Ja. So, das war eine Fanta-Flasche. Und. Nein, das war Red Bull. Fanta. Ich denke an Pizza, ich weiß es nicht, das geht mir gar nicht mehr. Also meiner Meinung nach hast du schon verloren, gell? Inga, bitte. Ich habe auch nichts mehr zu essen. Was? Ja, ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe noch Nudeln. Ja, du, aber ich habe nichts mehr zu essen. Soll ich dir geben? Nein, ich mag die Nudeln nicht, ich schlafe wieder. Ich gebe Dein Ernst? Ja. Du hast ein Brötchen gegessen. Ein Brötchen und 3 Teelöffel Milchreis. Wow. Ja, das ist perfekt so, weißt du, für den ganzen Tag auf Diät und morgen geht's wieder weiter mit einer Familienpizza. Ah ja. Okay, also auf jeden Fall habe ich hier dieses schöne Bild hier. Das ist eine Leinwand. Was ist deine Mission? Das mit meinem Kopf zu hauen und versuchen kaputt zu bekommen. Wenn das nicht geht, würde ich mit meinem Knie anschlagen. Okay, bist du bereit? Oh Gott. Ey, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe eine so Gehirnerschütterung. Wenn du jetzt mit mir was passiert, ich komme nicht mit, ich schlafe. Ich habe echt keine Kraft dazu. Okay. Lars, Egg! Du hast mich auch voll geschnitten, Alter. Da ist so ein Dings. Meine Hand, was hier? Du ziehst es. Aua. Ich hab meine Hand, was hier, Alter. It's a prank. Okay. Schau mich nicht so an, Inga. Ich habe einen Grund, erschöpft zu sein. Ich war in der Stadt, bin die ganze Zeit rumgelaufen. Pizza. Und Alina. Was für Pizza? Du darfst nicht Pizza. Hör auf. Aber ich will Pizza. Nein. Warum? Weil wir eine Challenge drehen. Hallo, Inga wird jetzt verkündigen, wer diese 1 Euro besser genutzt hat. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar schreiben, wer findet von euch, wer von uns hat es besser benutzt. Alina, du darfst anfangen. Lass mein Mikrofon hier. Also, geh nicht so nah. Also, ich bin wirklich ganz nervös, weil ich jetzt mit dem Mikro spreche, Spaß. Ich fand den Tag, er war erfrischend, weil ich hatte viel Schlaf, genügend Schlaf. Hatte Zeit, andere Aktivitäten zu machen. Schlafen? Ja, genau, schlafen. ich hatte aber nicht sehr viel Nahrung heute. Sehr schön. ja, da hatte die Szene doch leider mehr.
so late, wenn ich dran arbeite. Ich bin ja sicher. Also ich finde den Tag, der war sehr glorreich. Ich hatte sogar noch 15 Cent übrig. 15 Cent geklaut von mir? Ja, niemals hat klauen verboten. Ich habe noch immer ein bisschen Wasser und noch Nudeln, aber ich glaube nicht mehr viele, so Reste halt. Auf jeden Fall, ich habe noch immer keinen Hunger. Ich bin glücklich. Ich hatte ein Dessert sozusagen, also mein Sahnepudding. Dann hatte ich auch ein Frühstück, meine Banane, healthy. Und dann halt noch meine Nudeln. Und ich finde, Nudeln ist ein gutes Mittagessen. Und ja, ich habe noch extra Geld gemacht. Habe auch durchgezogen mit den Pfandflaschen. Habe sogar eine Bierflasche angefasst, die niemand, ich weiß nicht, wem die gehört hat. Das war sehr eklig irgendwie. Aber egal, ich habe 33 Cent dazu bekommen. Das hat meinen Tag sehr gesteigert. Inga, verkünde uns jetzt bitte, wer hat die bessere? Scheiß mal, wer hat das iPad bekommen? Selina. Ja! Ey, du hast verloren! Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Was ich sagen wollte, ich kann mir gut vorstellen, genau so eine Reaction von Selina, wenn das heißt, stürze deine Schwester von der Klippe und du bekommst ein iPad. Hey, du hast verloren! Ich werde sofort. Ohne den Zucker. Alter. Ja, wir müssen doch erst holen. Wir sind jetzt im Mediamarkt und holen jetzt das iPad. Und wir sind mit dem Taxi hergefahren und ich habe bezahlt. Never feel so broke. Herr, warte. Ich glaube, Eck hat es nicht real genommen, das mit dem iPad am Anfang. Kann das sein? Weil Inga was sagt, dann meinte ich das auch so. Hey, ich dachte, du prankst mich. Warum soll ich dich pranken? Weil... Als ich über Barcelona geredet habe, hast du mich damals auch geprankt. Und ich dachte, du schenkst eigentlich eine Reise, aber dann doch nicht. Okay, das war jetzt auch mit dem Video. Ich gehe jetzt direkt hier mit dem neuen Ding hier. Ihr wollt schon mal, weil der Alina so viele Bilder von dem schicken WhatsApp. Oh, Sis. Und ich werde dich so blockieren. Oh, egal, hat noch Snapchat, Messenger, Instagram und ja, alles andere. Okay, nice. Bis zum nächsten Mal. Ciao.